und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt kann ich gerade nicht so gut gucken, weil jetzt muss ich Auto fahren. Aber ich habe mir heute, weil Mitte Oktober das Wetter so schön ist und wir 25 Grad haben, habe ich mir den Max geschnappt, der in den Stall kommt an diesem schönen Sonntagabend. Du darfst nicht an meinem Stativarm wackeln. Okay, habe ich mir den Max geschnappt an diesem schönen Sonntagabend. Und vielleicht ist es doch blöd, wenn ich nicht gucke, oder? Max ist übrigens der Meinung, das Licht jetzt hier ist gerade gut. Ich glaube, das Licht ist nicht so optimal. Was sagst du dazu? Gar nichts. Gar nichts, okay. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Stall. Wir werden ein bisschen was mit dem Espresso machen, aber der hat schon so dickes Winterfell, dass es wahrscheinlich auf nicht so viel Arbeit hinauslaufen wird. Und damit der Max einfach ein bisschen nebenbei filmen kann, habe ich mir heute wieder meine Actionkamera von iContext geschnappt, mit der ich ein bisschen filmen werde. Und durch meine Zusammenarbeit mit iContext gibt es auch wieder einen Rabattcode, und mit dem ihr beim Kauf einer Kamera über Amazon sparen könnt. Und den Rabattcode blende ich euch jetzt entweder hier ein oder ihr findet alle Infos nochmal in der Infobox. Infobox! Hi, Gude. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's weiter? Müssen wir hier zum Käschle gehen. Wir müssen im Espresso-Käschle gehen. Der ist jetzt gerade reingekommen vom Paddock. Müssen wir übrigens auch noch sauber machen müssen. Erinnere mich bitte dran. Ja. Und Misten musst du auch, gell? Misten muss ich auch. Ja. Und er hat es gerade noch zu Abend gegessen. Ready, fall! Was denn? Rosa Teddy. Der macht Apfelsaft. Du machst ganz schön Dreck. Oh. Nicht nur die Isa. Der ist auch so dreckig einfach. Das hängt hier in dem Feld drin. Machst du dich lieber beliebt beim Espresso? Nicht dieses Koppel-Paddock-Halfter. Ja, das neue ist, zu wertvoll. Nicht beachten. Das ist ein bisschen zerrupft. Bist du startklar, Isa? Gleich. Sind wir startklar? Fast, ne? Also, die rufen uns! Die rufen uns! Pass auf! Die Kühe rufen uns! Oh. Na, immer? War richtig schön am Sabbern. Oh. Nee. Ich glaube, wir müssen näher rangehen. Wie lustig. Oh, wie süß. So, wir gehen jetzt erst noch mal ein bisschen ins Gelände und schauen mal, wie viel wir machen, ohne dass der Espresso nachher weiß schäumend wieder nach Hause kommt. Also viel machen wir nicht. Wir machen vielleicht noch läuft mir richtig hinterher, gell? Ja. Wir machen vielleicht noch 3-4 Bilder und dann chillen wir heute an diesem Sonntagabend. In den Sonnenuntergang rein. In den Sonnenuntergang rein. Wenn es geht, oder? Was sagst du dazu? Boah, der tritt mir bald auf die Füße. Max, möchtest du auch mal deinen Senf dazugeben? Süßen oder scharf? Süßen. Danke! Es ist so schön bei dem Wetter hier draußen. Gucken, ob der Espresso sich benimmt. Hallo, du! Hallo, Max! Wir
Wehe hat er Gott sei Dank noch nicht gemerkt. Super schöne Fotos gemacht und es war auf jeden Fall sehr schön, aber auch ein bisschen wild in den Sonnenuntergang zu reiten. Und Espresso ist ein bisschen viel geschwitzt, aber das war klar bei dem Fell, das er hat. Aber ich bin schon mega gespannt, wie die Bilder geworden sind. Und ja, Espresso hat es jetzt auf jeden Fall sehr eilig. Hat er wieder den hektischen Schritt ausgepackt, den ich will nach Hause, keine Lust mehr zu warten. Max haben wir leider schon abgehängt, jetzt mach mal langsam. Mann. Schaffen wir es kurz auf den Max zu warten oder nicht? Espresso hasst stehen bleiben im Gelände über alles. Ja. Na. Boah, wir haben es geschafft auf dich zu warten. Das war unsere Challenge. Auch wenn es nur 10 Sekunden waren. Es war eine große Herausforderung für den Espresso. Haben wir gut gemacht, ne? Und die sind immer noch da, gell? Die Kühe. Ja. Hast du geschwitzt, Espresso? Minimal. Ganz minimal. Und du? Gar nicht. Bist du auch so nass wie der? Nein. Nee, ja. Was sagst du zu Espressos Leistung heute, Max? Naja. Naja. Nicht so der Burner. Der war schon wieder ganz schön abgedreht teilweise, ne? Ja, ich glaube, der hat ein paar Glücksgefühle. Weißt du, was ich für Gefühle habe? Was denn? Hunger. Ich habe auch Hunger. Was machen wir Leckeres zu essen? Ja. Ja? Ja. Weißt du es nicht mehr? Süßkartoffel war dabei. Zucchini. Wir haben noch dieses Sellerie-Lauchstangen-Ding. Und was gibt's bei dir heute? Hafer. Hafer. Und Apfel. Geil. Herr Espresso, der läuft sich jetzt gerade noch in der Führanlage ein bisschen trocken, kann man das sagen. Macht er auf jeden Fall. Während wir hier noch rumwuseln und ich glaube, da ist ein Sabberfleck auf der Kamera. Moment mal. Ich habe da nicht drauf gesabbert. Das war vielleicht der Espresso, vielleicht war es dies auch. Ich sabber niemals. Niemals, okay. Auf jeden Fall soll es jetzt gar nicht so aussehen, dass der Espresso die Max. Der Mann. Der Espresso äppelt nämlich die Scheißkoche. Das Paddock vom Max ab. Ja. Nein, ich habe hier schon abgeäppelt, aber der Max beschwert sich jetzt gerade, dass ihm kalt ist. Und da habe ich gesagt, der muss einfach abäppeln und es so schnell, dass ihm warm wird. Das soll jetzt wirklich nicht so aussehen, dass der Max mir hier den Trottel macht. Was. Sonst guckt der Max immer mit zu. Immer. Also. Ja, aber das ist eigentlich gut. Alles Paletti bei uns. Espresso, eine Runde noch. Eine Runde noch. Schaffst du. Eine Runde noch. Espresso hat jetzt ein vorbereitetes Boxspringbett. Heu für die ganze Nacht und jetzt gibt es noch was zu knabbern. Und dann fahren wir. Apfel ist auch noch da irgendwo, gell? Ja. Ja. Jetzt haben wir doch so. Ja, es ist halt noch Umzugschaos im Hintergrund, Max. Ist halt so. Okay. Jetzt haben wir vor lauter Hunger uns im Stall noch so beeilt, dass wir vergessen haben, ein Ende fürs Video zu machen. Jetzt haben wir noch ganz schön was gekocht und jetzt wollte ich noch Tschüss sagen für das Video. Hey, naschst du schon? Nein. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, die kleinen Einträge haben euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Und wundert euch nicht wegen dem Chaos und so. Ja. Haben wir im Moment. Tschüss. Geht. Lass dich schmecken.